Bei freiem Eintritt lud das Cheese zu einem Rock'n'Roll-Konzert der besonderen Art. Big Easy und Dean Ely, Opernsänger aus Kalifornien, fetzten in alter Rhythm and Blues-Manier über die Bühne, die gleichermaßen jung und alt begeisterten. Eine Linzer Profiband aus allen musikalischen Bereichen bewiesen, dass sie ohne weiteres mit ihren Überseekollegen konkurrieren können. Cheese bedeutet natürlich Lächeln im fotografischen Sinn. Manfred und Harry Thoringer, vielen vom Jedermanns bekannt, erfassten wie immer den richtigen Tenor, ihrem Publikum mit Freundlichkeit und Laissez-faire mehr als ihre legendären Hamburger und Sandwiches zu bieten. Pause ließ ich es mir natürlich nicht nehmen, mit den Herren etwas zu plaudern. Hey, live im Cheese Backstage, wir haben einen Ehrengast hier, Dean Ely aus San Diego. Dean, you're here as a guest star. Hallo Dean, du bist heute Gaststar. Hast einige Zeit am Landestheater gearbeitet. Bist du derzeit nur auf Besuch? Nun, ich war als Opernsänger 2 Jahre am Landestheater engagiert. Danach verließ ich Linz, um in anderen Städten Europas und auch in Amerika Opern zu singen. Ja, und diese Woche bin ich hier, halb auf Urlaub und halb arbeitstechnisch. Dean, du hast eine außergewöhnliche Stimme und tatsächlich singst du Rock'n'Roll. Wie passt das zusammen? Keine Ahnung, ich brauche einfach auch mal Spaß. Und natürlich kannst du noch was sagen. Dann ins Spiel zu bringen. Ich habe immer gedacht, die Band ist vorbei, wenn Dean wieder zurückgeht nach Amerika. Wir haben das Glück gehabt, einen hervorragenden Sänger zu finden, einen gebürtigen Linzer, Thomas Rachbauer, und ich finde, man sollte auch hin und mal zu Wort kommen lassen. Unbedingt, Tommy. Hi. Mr. Soul Singer himself natürlich. Tommy, seit wann bist du jetzt bei Big Easy und was habt ihr eigentlich für Pläne mit der Band? Wir haben angefangen, also ich habe angefangen bei der Band 1933, denke ich. Schau schon so alt aus. Wie der Dean aufgehört hat, habe ich angefangen zu singen bei Big Easy. Und wir haben eine wunderschöne Zeit hinter uns und ich hoffe, es werden noch einige schöne Tage, Abende folgen. Sicher, Thomas. Okay, Cheesy ist schon wieder am Start. Aber, Tommy. Reden wir echt in die Golikanten. Also, wir haben eine wunderschöne Zeit hinter uns und das stimmt wirklich. Da kann man zurückschauen auf schlechte Zeiten, aber auch auf traurige Themen, die wir gehabt haben. Aber wir haben eine schöne Zukunft jetzt, auf die wir uns schon sehr freuen, weil natürlich bleiben wir schon der Rhythm and Blues Schiene treu. Und diese Formation, wie man es da jetzt so sieht zum Teil, also wird diese Big Easy Schiene weiter schieben. Ja, wie geht das mit dem Schauen? Ich finde es hervorragend, dass man Filme auch schneiden kann.